Yo, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Alexander Lorenz und ich bin DJ. Vor ein paar Wochen, irgendwann im Mai diesen Jahres, habe ich von Herkules DJ eine E-Mail bekommen von der Ariane, dass sie mir gern was zuschicken würde. Ich habe ihr dann geantwortet, ich habe gerade YouTube-Pause, ich weiß nicht mehr, ob ich anfange mit YouTube und melde dich doch bitte im Herbst nochmal, ist die Hochzeitssaison ausklingen und dann können wir weiter gucken. Und sie hat sich tatsächlich wieder gemeldet und gestern kam das hier an. Ich konnte mir aussuchen zwischen einem größeren Controller, einen ganz kleinen Controller, ich denke, das ist der da drin ist, und dem Learning Kit. Und gestern, ich habe mich für das Learning Kit entschieden und gestern kam es an und ich war extrem überrascht, wie schick die Verpackung ist. Der derzeitige Verkaufspreis von Thomann liegt bei irgendwas 180 Euro, 160 Euro. Und ich finde das perfekte Weihnachtsgeschenk. Aber ob es wirklich perfekt ist, sollen wir mal gucken, wenn wir es auspacken. Ich will mich fürs Erste gar nicht so mit Details aufhalten. Ich würde sagen, wir packen das Ding aus, probieren es aus und machen das erste Fazit. Wenn es euch gefällt, können wir natürlich sehr, sehr viele weitere schöne Videos mit dem Gerät machen. Also, lass uns mal anfangen. Schick! Stecker passt schon mal nicht, aber ich habe ja direkt was aus Frankreich bekommen. Die haben anscheinend ein anderes System. Dann haben wir hier. Also. Die Boxen. Und den Controller. Und die Kopfhörer. Also, Kopfhörer, Controller, Boxen. Ich würde vorschlagen, ich komme nach vorne und wir machen die Kopfhörer zuerst auf. Okay. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Es ist so ein matt schwarz. Hier steht Herkules. Was ich immer extrem wichtig finde, ist vor allem neben dem Klang auch immer das hier. Ob ich das wirklich machen kann. Fühlt sich gerade eigentlich ganz cool an. Müsste von dem Polster ein bisschen dichter sein. Aber alles in allem cool. Yes, Kopfhörer ausgepackt. Fast. Das lassen wir mal dran. Das ist zu faul zum Runtermachen. Dann lass uns doch mal mit dem nächsten Audio-Ausgabegerät anfangen. Zwei kleine Boxen. Ja, schwarz, Holz, laminiert oder wie man das nennt. Ich glaube, denke, das wird Holz sein. Fühlt sich auf jeden Fall sehr wertig an. Und eigentlich richtig schick. Box 1 mit Lautstärkeregler. Und Box 2. Passiv, ich komme nochmal rum. Also hier, Box 1. Seht ihr das? So geflochten, ganz cool, der Hochtöner hier in der Plastik versteckt. Das wirkt alles wirklich sehr, sehr cool. Der Lautstärkenregler hier, dann so ein schwarzes Holz. Hinten Cinch-Eingang hier für die Boxen, normalen Draht zum Klippen, der Power-In und der On-Off-Switch. Zweite Box. Dasselbe ohne Regler und halt als Slave sozusagen. Ich find's cool. Yes, dazu sind noch die Kabel. Gehen wir davon aus, dass die ausreichen und richtig sind. Von daher mache ich die jetzt mal nicht auf. Und wir kommen zum Herzstück. Dem Controller. Ich finde die Verpackung wirklich nett und wenn man so 12, 13, 14, 15 ist oder eigentlich auch 19, 20 und anfängt und sich sowas gönnt, fühlt es sich wirklich schön an und ich finde es extrem wichtig als Geschenk oder ein Geschenk an sich selber, dass sich sowas einfach geil anfühlt und das tut's. Oh, wenn ich hier aufmache, ist gleich mal alles erklärt, das machen wir dann auch mal durch so, dann haben wir den Controller, der sich auch gut anfühlt.
finde ihn nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und man bedenke wirklich, es ist extrem günstig. Also nicht billig, günstig. Und ich bekomme wirklich null Kohle dafür, ich hätte es am Anfang des Videos schon erwähnen sollen. Ich habe es zugeschickt bekommen, ich weiß nicht mehr, ob ich es behalten darf, ganz ehrlich. Ist mir auch egal, ich finde es eine große Ehre, dass ich das hier machen darf. Fühlt sich auch extrem wertig an, aber mehr dazu später. Das ist der Controller. Jo Leute, wir haben das Ding angeschlossen, die Boxen mit dem Controller verbunden und den Controller mit dem Laptop. Und was wir nun machen ist, wir werden die Software auf den Laptop installieren. Freunde, hier im Easy Start Guide, da ist alles perfekt beschrieben. Wir müssen das hier nicht durchmachen. Es funktioniert hervorragend. Was wir jetzt machen, ist der erste Test. Wir haben hier Deck 1, Deck 2 unten drunter. Deck 1 ist hier Play. Ich nehme den Channel Fader nach oben, habe den Master auf 12 Uhr und habe hier den Volume Regler auf 12 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was ist passiert. Viel Spaß euch und mir. Yeah! Klingt gut, klingt wirklich hervorragend. Wow! Sehr cool. Wir haben beide Tracks auf 128 BPM. Ich nehme hier mal den Bass raus. Oh! Ja! Wechseln den Bass. Und mit dem ersten Track wieder zurück. Der zweite läuft hier, auf Deck 2. Wow! Der erste Test der Boxen ist wirklich sehr überraschend. Und ich nochmal der Hinweis, ich bekomme kein Geld dafür, nicht im geringsten. Ich mache das alles freiwillig. Es macht mir einen extrem großen Spaß, das zu tun. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kameraeinstellungen in dem Video gehabt wie in diesem. Schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch bisher gefällt und gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefällt. Ich gebe mir hier echt große Mühe. Nächstes Ding. Wie schon gesagt, der Kopfhörer wird sehr, sehr cool. Man kann ihn auch durchaus als Everyday-Kopfhörer verwenden. Wenn man ihn am Pausenhof aufhat, muss man sich wirklich nicht hinter den Beat-Jungs oder Beats-Jungs verstecken. Preis-Leistung, der Wahnsinn. Ich höre es gerade auch zum ersten Mal, dass ihr seid live dabei. Bisher kein Bass. Aber es liegt am Track. Also ich höre gerade das hier. Also die Höhen sind super clean. Lautstärke ist sehr laut. Kann ich leiser machen? Ja, natürlich. Im Bassbereich müsste ein bisschen mehr Gas geben, der Kopfhörer, muss man wirklich zugeben. Wie ist es in Track 2? Das ist jetzt hier im Drop. Oh, nee. Hier ist der Bass cool, wirklich cool. Also hier auch großes Kompliment.
Es ist wirklich cool, es ist hervorragend. Funktioniert. Respekt. Ich werde nur noch ein bisschen auf die Software eingehen. Ich habe hier oben Deck 1, habe hier Deck 2, was sich bewegt. Deck 1 wird hier animiert, Deck 2 wird da animiert. Und wenn ich zum Beispiel den Channel Fader auf Deck 1 benutze, wird er hier auch angezeigt. Genauso wie Gain angezeigt wird, High. Mitten gibt es auf diesem Controller nicht. Ich denke, man braucht dann den 300er Controller und der High- und Low-Pass-Filter. Genauso wie der Channel Fader, der Crossfader hier funktioniert. Tempoanzeige, habe hier den Song angezeigt, wo Bass gedroppt wird, wo sehr viele Höhen sind. Habe hier meine Effekte und so weiter. Hier wird es in der Mitte geteilt und hier ist dann Deck 2. Weiter unten Bibliothek. Alles sauber angezeigt. Ich habe hier nur die Tracks drin, die von D-Choose schon so geliefert werden, die ihr auch vorhin beim Soundcheck gehört habt. Kurz noch über den Controller. Man hat zwei hochwertige Jogwheels. Man hat Gain, Höhen, Bässe und Low- und High-Pass-Filter, Master-Volume, Kopfhörer, Channel-Fader, Cross-Fader, 4 Cue-Points, Tempo, Play- und Cue-Button, Sync-Button und so weiter. Also wirklich ein hochwertiger oder sich sehr hochwertig anfühlender Controller im Einsteigerbereich. Hier auch Daumen nach oben. Wie schon tausendmal erwähnt in diesem Video, ich bin mehr als glücklich mit dem Ganzen. Wenn ich 12, 13, 14, 15 wäre oder auch älter, wenn ich das... Ich hatte übrigens auch einen Hercules RMX1 als Einstiegscontroller, der konnte mit dem hier nicht mithalten, nicht im geringsten. Also auch da an die Entwicklung von Hercules großen Respekt. Es passt alles hervorragend zusammen, von den Boxen über die Kopfhörer zum Controller über die Software, auch alles sehr gelungen. Hercules hat auch wirklich in der E-Mail geschrieben, ich soll sagen, was ich will, auch wenn es mir nicht passt, soll ich sagen. Ich bekomme kein Geld dafür, ich weiß nicht mehr, ob ich das Zeug behalten kann. Werde jetzt auf jeden Fall eine E-Mail schreiben an Hercules und werde sie bitten, vielleicht noch welche zur Verlosung dazulassen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr mehr über das Ganze wissen wollt, wenn wir mehr Videos über das Ganze machen wollen, schreibt es auch in die Kommentare, lasst es mich wissen. Für heute bin ich raus, wünsche euch einen schönen Tag, auf bald, ciao.